Okay, da bin ich wieder. Was möchtet ihr? Und bin zu der Erkenntnis gelangt, dass wir alles richtig gemacht haben. Deswegen lade ich einfach das Kriegsschiff nochmal neu. Keine große Die Dienerin der Natur ist bereit. Aktiviere den Ventilator. Die dann hoffentlich auch angerannt kommen. Takien. Ja, was immer ihr wünscht. So. Ja. Dann locken wir den Rest einfach mal so zu uns. Verstanden. Okay, okay. So, da ist das hohe Luftelementar. Wenn ihr es wollt, ich warte. Natürlich. Und da liegt auch was auf dem Boden. Hey, das Luftzepter. Dieser goldene Zauberschlüssel aus dem Elementarraum der Luft ist mit Einblickab Bein aus Bergen und gelben Edelsteinen geschmückt. Öffnet die Südtür des Luftraums und die Nordtür des Giftraums. Das ist nämlich das Problem gewesen. Wir brauchen die Zepters. Au. Das habe ich irgendwie einfach übersehen, dass das da so rumliegt beim letzten Versuch. Okay, der Luftstrom wird deutlich stärker. Das heißt, wir lassen das mal so. Das Level-Up mache ich, wenn ich hier fertig bin. Jetzt kann ich dieses Ding hier öffnen. Und kann diese Tür öffnen. Dadurch wird hier zwar das Zeug freigelassen. Meine Klinge wird euch nächstes Mal. Aber das Gift wird rausgeweht. Oh, und ja, Hira kratzt ab. Bei allem, was anständig ist, ich kämpfe. So. Okay. Keine große Herausforderung. Giftzepter und restliches Zeug. Das müsste jetzt hier die Giftwolke reinwegen, genau. Ja, nun gut. Gut. Jetzt haben wir irgendwie übrigens Tränke für die Tranktasche. Wir haben den Flegelkopf, Gift. Können wir eigentlich mal da reinpacken alles. Und wir haben das Schleimzepter. Dieser Aquamarinzepter-Schlüssel aus dem Elementarraum des Schleims ist mit Einlegarbeiten aus Smaragden und Türkisen geschmückt. Eröffnet die Osttür im Eisraum. Was immer ihr wünscht. So, Eisraum.
So, wenn ich jetzt angeblich nochmal am Ventilator rumspiele. Das Rad ist auf seiner vorherigen Einstellung. Das Rad. Der Giftnebel wird aus dem Schleimraum in die Eiskammer geblasen. So, das heißt, nach Adam Riese und den Ermessen des der Magier. Müsste eigentlich hier drin alles sterben. Ich war schon erledigt. Wenn ihr es wollt. Alles bis auf der Eisgolem eigentlich. Hättet. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Müsste jetzt eigentlich sterben hier drin. Na, wie tot seid ihr? Unverletzt. Unverletzt. Ha. Stand doch aber so in seinen Notizen drin. Hm. Wenn ich den Ventilator des Luftmagiers hochfahre und alle Türen zwischen dem Ventilator in meinem Labor und dem kalten Raum des Eismagiers öffne, wird der Wind meine giftige Dämpfe nutzen zu den Schergen des Eismagiers blasen. Ach, so werden sie verwundbar sein, okay. Frag, euer Wunsch ist mein Begehr. Muss wohl was anderes ausprobieren. Dann komm mal her, Kuppel. Muss wohl was anderes ausprobieren. Wurde aufrechterhalten. Muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Und ja, wir sind im Eisraum leider etwas verlangsamt. So, hier ist das zweite Horn. Und der muss doch weg. So. Ja. Was möchtet ihr? Gut, das heißt, wenn wir jetzt hier die Tür wieder schließen, wird der Giftnebel wieder hier reingepustet, was uns gerade recht kommt. Heilen wir mal Talisa ein bisschen. Warum sich eigentlich die ganze Gruppe immer darüber beschwert, wie Weicheier, dass sie es nicht unter der Erde mögen? Hätten sie zu Hause bleiben sollen. Schneller als Chick-Ticker, schnell Fratze. Und ich kann gerade nicht speichern, weil der Ventilator an ist. Okay. Ich warte. Keine große Herausforderung. So. Den Feuerriesen will ich eigentlich gerade nicht haben. Sondern dich, genau. Du bist nämlich ein höherer Feuerelementar und schützt den Feuerriesen. Durch die Kette im Raum fällt der Elementar sofort ein. So, das war der Nummer 1.
So, Nummer 2. Der Feuerriese hat wohl nicht die Erlaubnis, aus dem Gebiet rauskommen zu dürfen. So, der nächste. Und ja, es war, glaube ich, von 4 die Rede. Der Flammenmagier mit seinem unbesiegbaren Diener ist natürlich am schlimmsten. Ich habe jedoch das Geheimnis entdeckt. Die Feuerelementare sind der Schlüssel. Wenn man sie aushält, wird er verwundbar. Ich werde die 4 Elementare in mein eisiges Labor locken. Ja, es waren 4. Also 2 haben wir schon mal. Ich find's lustig, wie er jetzt gerade außen rum trampelt. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Ja, ich bin bereit, würde aber gerne. Was immer ihr wünscht. So. Jetzt noch der letzte. Hallo. Komm. Komm zu Papa. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. So. Ja. Ach, hier drin brennt alles übrigens. Ich war. Sprecht frei. Die Dienerin der Natur ist bereit. Wenn ihr es wollt. Ich warte auf. Ja, schon unterwegs. Gut. Ah, jetzt kann ich Quicksave machen. Sehr gut. Fragt nur. Dann kann ich jetzt kurz den Level abmachen, dass das auch nicht mehr nervt. Eine Stufe aufsteigen, 2 TP, 1 Sagenkunde, attributsmäßig. Elementarschwarm beschwören, Klingenkugel, ich kann keine Devas mehr. Dann nehme ich das da. So, stell die Einstellung wieder hoch. Natürlich. Warte, bis meine Truppe da ist. Ich war, wenn es das ist, was ihr wollt. Ich bin bereit. Hätte ich auch gemacht. Euer Wunsch ist mein Begehr. So, jetzt kommst du dran. So, und das ist der Helm. Den wir gerade auch nicht identifizieren können. Wobei, behalte du den mal bei dir. Feuertränke. Ich warte. Was los? Spuck es aus. Erzählt mir mehr davon. So, jetzt kommt es drauf an, in welcher Form wir ihn befreien. Eisbibliothek. Rotes Untier, geflügelt ist er durch das. Durch Elektrizität als Schleimriese. Flammen und Feuer in seiner Eisform, das klingt am besten.